weiß, wie lieb ich dich. Blau und weiß, verlass mich nicht. Blau und weiß, ja, ist ja der Himmel nur. Der Himmel nur blau und weiß ist unsere Fußballgarnitur. Hallo liebe Fußballfreunde da draußen, Folge 506 und heute bin ich ja fast live für euch. Ich habe ja eben gerade die Folge 505 hochgeladen. Ja, da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe halt das Spiel vergessen, hinten dran zu hängen. Ne? Das hole ich jetzt aber für euch nach. Also wenn ich von heute spreche, dann rede ich vom 1.11. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 16 Uhr und ich werde euch das dann so schnell wie möglich heute hochladen, dass ihr dann auch noch das Spiel auf jeden Fall, was ich eigentlich zur Folge 505 bei, also anhängen wollte. Ne? Ja, dann wollte ich auch erstmal nochmal ein Dankeschön an euch da draußen sagen. Es ist einfach in den letzten Tagen mir aufgefallen, dass ja doch die Anhänger oder die Freunde oder die Abonnenten oder wie man euch jetzt nennen möchte, einfach den FM13 nicht sterben lassen wollen. Und man sollte schon fast eine Petition aufsetzen und an die Verantwortlichen von IE schicken und sagen, hey, ihr macht da einen großen Fehler, wenn ihr den Fußballmanager einfach so sterben lasst. Denn FIFA hin und FIFA her, der Fußballmanager hält sich ganz hartnäckig am Markt und ich weiß jetzt nicht genau, seit wann ich genau sende. Ich hatte ja vorher einen anderen Kanal, habe ja dann sehr erfolgreichen Let's Play gehabt mit dem HSV, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Unter anderem auch mit den Schanzern. Ja, und hab dann, wie jeder YouTuber auch mal durchgemacht hat, mal eine Frustphase geschoben und hab dann die Kanäle geschlossen. Aber dann kriegte ich ja so eine große Resonanz, dass ich weitermachen sollte. Und ich erinnere mich dann noch, da war Sinks Mido damals. Weiß leider nicht, was aus ihm geworden ist. Vielleicht wisst ihr da draußen, was aus Sinks Mido geworden ist. Er war jetzt ein YouTuber, der nicht bei allen große Freude ausgelöst hat, aber er hatte viele Abonnenten am Schluss, ich glaube sogar weit mehr wie ich und hat auch schöne YouTube-Videos gemacht, hat sich immer sehr detailverliebt um alles gekümmert und war ein ganz großer Anhänger meines Kanals. Ja, Grüße an Jauk, ne? Zockerjauk, ist das richtig oder habe ich das jetzt falsch? Also unseren Österreicher, ne, habe ich eben gerade gesehen, habe mich auch sehr darüber gefreut. Er hat gesagt, ich wäre für ihn ein Vorbild. Oh, das ist natürlich dann eine große Ehre, wenn hier Abonnenten sagen, sie nehmen mich als Vorbild. Dann will ich meine Arbeit aber auch mit der Verantwortung hier weiterhin durchführen. Also das ist natürlich ein schönes Kompliment, deswegen nochmal an Zockerjauk. Liebe Grüße da draußen. Er hat auch einen neuen Kanal und zwar Kernölmediziner. Ich glaube, das ist richtig, ne? Kernölmediziner, schaut mal auf seinen Kanal rein. Er macht FIFA 16 Videos oder war es sogar FIFA 17? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich müsste nochmal reinschauen. Aber schaut einfach mal auf seinen Kanal und zwar Kernölmediziner. Und deswegen liebe Grüße nach Österreich, zu unseren Freunden in Österreich natürlich, ne? Liebe Grüße. Ja. Und natürlich an meinen, ja, wie nenne ich ihn, Regisseur Stefan Schmidt, der auch mir immer wieder in seinen Kommentaren sagt, FM13, das ist genau mein Ding, Smiloni, bleib dabei, mach das weiter. Und ja, ich stelle einfach heute fest, das ist so eine Art Verpflichtung, die ich auch hier euch gegenüber habe. Wenn ihr das so liebt, die Hansa Kogge und mich, einige haben sogar geschrieben, man spürt richtig, dass du viel intensiver dabei bist, wenn du FM 13 machst. Das mag sein. Ich habe mich ja lange Zeit auch gegen FIFA gesträubt, spiele aber jetzt seit gut anderthalb Jahren. Ich habe dann so mit FIFA 15 viel gezockt, um ein bisschen besser zu werden, was ich aber nie so richtig geschafft habe. Und jetzt FIFA 17 macht mir einfach Spaß.
spiele das jetzt privat auch ganz gerne, im Moment mit FC Bayern München. Und da ist mir so die Idee gekommen, weil ich gemerkt habe, dass euch der FM13 einfach mehr am Herzen liegt, will ich euch den FM13 auch einfach mehr ins Programm stellen. Ich mache das ja für euch praktisch da draußen. Es ist ja so, man hat Spaß, wenn da draußen Leute sind, die da mitfiebern. Und wenn ich dann die heutigen Kommentare nehme, Vorbild, ich gucke jede Folge von dir, ja hallo, dann muss ich nochmal ein ganz dickes Dankeschön an euch da draußen schicken. Also macht's euch gemütlich, macht euch eine Cola auf, eine Cola Zero oder ein Bierchen oder stellt euch was zu essen hin und schaut euch meine Videos am besten auf dem Großbildschirm, also Flachbildschirm. Ich gucke die nämlich auch immer bei mir auf den Großflachbildschirm im Wohnzimmer. Ich habe noch in meinem Büro habe ich natürlich auch noch einen großen Bildschirm. Aber mit so einem richtig großen Flachbildschirm zu schauen, ist das nochmal eine Nummer besser. Ne? Ja, also das ist einfach mal ein Dankeschön an euch da draußen und macht weiter so mit hier. Beteiligt euch auch. Ich versuche natürlich auch immer die Kommentare zu beantworten, wenn es möglich ist. Ihr kennt das ja, man steht im Berufsleben drin und nicht immer hat man die Zeit, um jetzt jeden Tag hier ein Video hochzuladen. Aber da habe ich auch euren Aufruf gerne angenommen. Ihr habt mir gesagt, ach Smilone, das ist gar nicht schlimm. Wenn du mal ein, zwei Tage Pause machst, dann mach Pause, aber hör bloß nicht auf. Das war immer so euer Tenor. Und das habe ich aufgenommen für mich. Ich habe im Sommer, wo es schönes Wetter war, wo ich natürlich auch mehr Privatleben habe, mehr rausgehe, dann im Sommer meine Radtouren fahre mit meiner besten Freundin, mit der Michi. Ne? Vielleicht habt ihr auch mal gesehen, das ein oder andere Video habe ich mal bei Facebook hochgeladen. Facebook bleibt aber mein Privat, ja, sag ich mal, mein Privatbereich. Ich habe gesehen, dass mich da einige abonnieren, das könnt ihr natürlich gerne machen, aber ich nehme da keine Freundschaftsanfragen an, weil das soll halt so mein Privates sein. Vielleicht mache ich da mal so ein Fan Facebook auf für euch. Das könnte ich mal in Angriff nehmen, wenn da mir jemand einen guten Tipp geben kann, wie man das umsetzt, dann schreibt mir mal da rein einen Kommentar oder verweist mich mal auf ein gutes Tutorial oder so, dann bin ich euch da sehr dankbar drum. Ja, wie gesagt, meine Idee ist jetzt halt, den FM13 wieder in euren Mittelpunkt zu stellen. Ich versuche auch FM14 ist eigentlich schon in den Startlöchern, dass ich sage, ich mache dann daraus den FM17, habe noch ein bisschen technische Probleme, weil diese Länderauswahl, die ist so enorm hoch. Ich habe auch schon diese Länderbegrenzung ausschalten können, aber es funktioniert technisch noch nicht. Vielleicht muss ich nochmal deinstallieren und nochmal neu installieren. Ist nochmal ein bisschen Arbeit, aber ich denke mir, das könnte zum neuen Jahr klappen. Also zumindest wenn ich meinen Winterurlaub habe, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und jetzt ist ja eh so eine ruhigere Zeit, die ansteht, dann werde ich das machen. Gut, ja, und dann werde ich jetzt versuchen, das, was wir auch zuletzt besprochen hatten, dass ich sage, FIFA mache ich weiter. Aber The Journey kommt überhaupt nicht an, lasse ich raus, das spiele ich für mich privat. Und ich konzentriere mich jetzt auf Hansa, auf die Hansa-Kogge. Das ist wieder nach wie vor unser Kernprojekt. Und dann mache ich das mit dem FIFA 17, dass ich sage, ich nehme eine Mannschaft, entweder Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder was auch immer. Und wollte heute mal von euch, ich werde jetzt am Schluss dieser Folge auch nochmal den Aufruf starten, falls einer nicht so reinschaut, so weit reinschaut hier in die Folge. Ich weiß ja nicht, ob ihr das immer bis von Anfang bis zum Ende euch anschaut. Deswegen mache ich das am Schluss nochmal den Aufruf, dass ich sage, welche Mannschaft soll ich nehmen? Soll es eine Bundesliga-Mannschaft sein? Heute hatte ich gelesen, Hansa Rostock, weil ich so eine starke Affinität zu der Hansa-Kogge hätte. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal das Projekt mit Hansa in FIFA finde ich ein bisschen unpassend. Also da würde ich dann schon lieber einen anderen Verein nehmen. Also mir würde so vorschweben auch ein Bundesliga-Verein. Das muss jetzt nicht zweite Liga sein, sondern wirklich so ein Bundesliga-Verein aus der ersten Liga. Oder halt von mir aus Serie A oder Ligue 1 oder vielleicht Premier League, ne? Das können wir gerne uns überlegen. Da haut mir einfach heute mal ein paar Kommentare rein. Wie gesagt, am Ende werde ich euch nochmal auffordern dazu.
Und da machen wir jetzt gar kein großes Geschisse. Was am meisten genannt wird, nehme ich dann einfach. Ne, weil ich will mich ja auch ein bisschen nach euch richten. Okay. Und das wird dann aber immer so, wie ich euch das schon in der vorletzten Folge gesagt habe, dass ich das dann so spielen werde. Beispiel, ich hätte jetzt, schieß mich tot, Gladbach. Ne? So. Und Gladbach spielt Freitagabend. Hm? Dann würde ich einmal das aktuelle Bundesliga-Geschehen euch so ein bisschen aufbereiten, was mit dem Verein zu tun hat, aber auch so ein bisschen allgemein. Ich habe das ja auch mal gehört, das hättet ihr auch so ganz gerne, dass ich mal was zu den aktuellen Themen ein bisschen wertfrei, ein bisschen neutral sage. Und dann natürlich das Let's Play FIFA 17 so spielen, dass ich mit der Mannschaft immer zum aktuellen Spieltag kurz davor euch die Sachen hochlade. Beispiel wäre, das Spiel ist Freitag 20 Uhr oder 21 Uhr, ich weiß gar nicht, wann die Freitag spielen, oder von mir ist Samstag 15.30 Uhr, dann ist das Spiel, werde ich das einen Tag vorher spielen, also Freitag, werde dann so aktuell so die Sachen dazu aufbereiten und Samstag wird das dann hochgeladen, so als Beispiel, oder Freitag wird es dann hochgeladen, oder Sonntag, wenn das Sonntagsspiel ist. Okay, jetzt sollten wir uns aber auf das anstehende Spiel hier konzentrieren. Und so ganz nebenbei will ich noch sagen, ja, yeah, die GEMA hat sich endlich geeinigt mit YouTube. Also man kann jetzt wohl, das könnte theoretisch sogar schon ab heute möglich sein, auch Musik in den Hintergrund legen, ohne dass man da das YouTube-Video gesperrt wird. Guckt einfach mal in den Nachrichten, dann werdet ihr da was zu finden. Ich habe das heute gelesen, das bin ich sehr froh drüber. Okay, 8. Spieltag, das muss ich mir jetzt hier natürlich in der Folge notieren, dass ich so ein bisschen auf dem Stand bin. Und wir haben das Topspiel. Es ist tatsächlich S04 gegen FC Hansa. Ja, der erste gegen den zweiten. Stärkster Spieler auf dem Feld ist Marc Reimann. Ich denke, alle, die meine Folgen hier lange verfolgt haben, wissen, dass Marc Reimann unser Spieler ist. Ne? Den haben wir aufgebaut und er ist aktuell der Nationaltorwart Nummer Uno. Wir haben allerdings die Nummer Due, also den zweiten Torwart, den haben wir. Und deswegen kommen wir da gleich zur Mannschaftsaufstellung. Was mir auch freut ist, dass ihr das so gut annehmt hier, dass ich auch jetzt die Mannschaftsaufstellung für euch immer präsentiere, in Ruhe so ein bisschen Hintergrundinformationen gebe. Das freut euch auch, habe ich gemerkt. So, die beiden anderen Spiele sind hier Gladbach, der dritte gegen Dortmund. Dortmund scheint eine gute Saison zu spielen. Ich will mal gerade gucken, wer da aktuell der Coach ist. Aha, Trainer ist Mattia Marchetti oder Marchetti. Manager ist nach wie vor Susi Zorc. Und er hat hier ein Level von 12 und bei ihm ist Disziplin ganz wichtig. Das scheint im Moment dem BVB hier gut zu tun. In Gladbach ist Trainer, da wollte ich auch mal gucken, das macht man eigentlich viel zu selten. Da haben wir hier den guten Marco Kipp, auch mit einem Level 12, ist Taktiker. Also das ist eine interessante Partie. Bei S04 wollte ich auch mal reinschauen. Da haben wir im Moment Trainer Timo Pamminger, auch Level 12. Er achtet auf den Charakter der Spieler. Da interessiert mich jetzt natürlich mein Level. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Level 10. Fritz Meloni, Level 10 als, ja, muss man immer wieder nochmal betonen, als Champions League-Sieger der letzten Saison und als Meister der letzten Saison. Also wir sind immer noch antierend. Okay. Das nur mal so am Rande erwähnt. Gut. Ach, das habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal, ich mache jetzt schon so lange FM13. Hier sehen wir die anderen Spiele alle. Das ist ja auch schön, ne? Dass wir sagen, Eintracht Frankfurt spielt gegen Bayern München. Bayern 04 gegen Wolfsburg, das wird auch nochmal spannend. Bayern 04 so ein bisschen schlecht in die Saison gestartet. Wolfsburg etwas besser da schon unterwegs. Dann die Braunschweiger kämpfen gegen den Abstieg. Stuttgart. Dann haben wir Hannover 96 gegen Hoffenheim. Ja, das wird ein Spiel so aus der unteren Region. Freiburg noch nicht so richtig in Tritt mit der Streichtruppe gegen Nürnberg.
Aber hier haben wir natürlich ein Nordduell. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Und wir haben Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05. Schön, schön, schön. Guckt mal, ich mache das jetzt schon so lange und sehe das nicht, ne? Das ist doch unglaublich. Topspiel. Tja, und wie ihr wisst, Topspiel mit neuem Stürmer. Ich nehme Daniel Sturridge erstmal mit auf die Bank. Weil natürlich, er hat jetzt, weiß jetzt nicht, wie lange er ohne Verein war. Ihm fehlt natürlich die Spielpraxis. Vlacho Dimos braucht noch ein bisschen Zeit, aber der kommt zurück. Unser, ja, und dann ist noch mehr was gesagt worden. Es wurde mir gesagt, Mensch, Smiloni, du kannst doch Boateng und Afdijay zusammenspielen lassen. Das würde doch funktionieren. Ja, ihr kennt ja meine Einstellung, ne? Ich hänge ja an meinem erfolgreichen System. Das ist nun mal die Raute. Ich wurde da oft drauf angesprochen. Ich weiß. Es ist immer wieder viel diskutiert, ne? Jetzt bin ich aber jemand, der so an seinen Prinzipien hängt. Und wo du mit Erfolg hast, ne? Warum soll ich da was ändern? Gut. Es ist eine Überlegung. Ich werde aber trotzdem hier mit der Aufstellung so anfangen. Ja, Jonathan Tah, der hat wirklich einen frischen Verlust. Den muss ich jetzt auf die Bank setzen. Deswegen ist Hannessen von Anfang an dabei. Und Hannessen hat auch im Moment einen richtigen Lauf. Ist hier mit einer Form von 16 unterwegs. Güfalsson wurde mir angesprochen. Ja, der eilt immer sehr oft zurück. Vielleicht doch nur ein Stoßstürmer. Ich werde trotzdem mit ihm anfangen. Und Reno ist im Moment, ja, gesetzt will ich nicht sagen, aber wir kriegen ja unseren Patrick Weihrauch auch zurück. Poyampalo ist im Moment mit der Form durch. Richtig große Probleme. Und Weihrauch wäre wieder da. Aber dem will ich noch ein klein bisschen Pause geben. Aber Fitness und Frische sind okay. Ich denke, er wird im nächsten Spiel sein Comeback wird er geben. Ja, Nicham nehme ich mal mit. Und ich muss mal gucken bei Sturridge. Den würde ich gerne auf Stürmer trainieren. Haben wir den schon begrüßt? Ich sage immer, du hast gut trainiert. Ah, das tut ihm schon mal gut. Und jetzt gucken wir hier mal. Sprungkraft, ah, das nehmen wir raus, das ist Blödsinn. Jetzt, das ist kein Kopfballspieler. Hängende Spitze, ja, das ist Blödsinn. Hängende Spitze will ich nicht trainieren. Ich werde ihn einfach einsetzen da. Torricher können wir mal trainieren. So. So soll's losgehen. Gucken wir uns Schalke 04 an. Das machen wir jetzt schön intensiv, wie ich es zuletzt ja auch immer wieder gemacht habe. Fangen wir an mit Marc Reimann, nur mal für die Leute, die sich noch dran erinnern können. Er war in der Zeit von 2013 bis 2016 bei uns, hat da 17 Spiele absolviert in der ersten, 18 in der zweiten Mannschaft. Dann war er das erste Mal in Schalke in der Saison 2019, allerdings nur eine halbe Saison. Dann haben wir ihn zurückgeholt. Dann war er von 19 bis 21, hat 61 Spiele in der ersten Mannschaft für uns gemacht und da ist er wirklich zum absoluten Topmann annonciert. Und jetzt ist es so, ist er in Schalke und er ist er, ja, top. Kann man nicht anders sagen, ne? Mit 26 Jahren jetzt im besten Fußballeralter. Ich freue mich für ihn. So, dann haben wir Oliver Sorg, ehemals Freiburg. Dann haben wir hier einen sehr guten Innenverteidiger, Labib Al-Diaya oder Dieja oder Dieja. Oh mein Gott, ihr habt schon wieder Spaß jetzt, ich weiß.
Joel Maltipp, ja, jetzt schon etwas in die Jahre gekommen. Nochmal einen interessanten Mann hier, Higinio Bucio, Mexikaner, 31 Jahre, ist im Nationalteam. Kahn Ayan haben wir hier, 27 Jahre, auch im Team der deutschen Nationalmannschaft. Oleg Lanin, ein sehr interessanter Mann hier auf der defensiven Mittelfeldposition. Max Meyer, offensiv Mittelfeld. Dann Julian Draxler. Eugen Rötemeier, auch er hier ein Mann. 46 Spiele, 4 Tore. Das ist natürlich nicht der Burner. Ne? Das ist nicht der Burner. Das ist nicht der Burner. Okay. Wen haben wir dann noch? Den kenne ich noch gar nicht hier. Oktavian Skrzecz. Ist ein Pole. Nationalspieler. 23 Spiele, aber noch kein Tor. Aber das ist ein interessanter Mann. Guck mal, er hat ein Tor hier von 93. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das war's. Ja, wie schätze ich die Chancen gegen diese Schalker Mannschaft? Mit unseren Problemen im Sturm im Moment. Brinkis muss nach wie vor im Moment uns den Kasten sauber halten hier. Aber die Abwehr ist eigentlich gut aufgestellt von uns. Kramer hat sich überraschenderweise ins Team reingespielt. Borswick ist nach wie vor auf gutem Wege, hier Stammspieler zu bleiben. Und Schmitzkatz ist wieder an Bord, sage ich jetzt mal. Und vorne muss Reno und Güffelsson, das sind unsere ja etwas vakanten Positionen. Da müssen wir halt schauen, wie es ist. Wir müssen auf jeden Fall hier den Polen in Sonderbewachung nehmen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde der Nacht, gehen wir rein ins Spiel und ich wünsche euch viel, viel Spaß und ich hoffe nachher auf viele Kommentare. In diesem Sinne, bis gleich zum Spiel. Euer Smiloni. Ja, Freunde der Nacht, auf geht's in 3D, Schalke 04, zu Hause gegen uns, gegen FC Hansa Rostock. Der erste Schalke gegen den zweiten Hansa Rostock. Und ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, wir wollen heute Tabellenführer werden, aber jetzt kassiert Heinzel schon relativ früh eine gelbe Karte. Hier sehen wir es, Draxler will den Ball an ihm vorbeilegen und Heinzel greift zum probaten Mittel. Lustig, dass der Schiri da hinter der Mauer steht. So, da haben wir Reno. Schöner Pass hier auf Güffelsson. Der läuft in Stellung. Ist vorbei am Verteidiger. Oh, das ist schnell, was Güffelsson da hinlegt. Aber die Flanke etwas zu stramm reingebracht. Da konnte Reno nicht drankommen. Weg. Und Kevin Prinz Boateng nimmt Schmitzkatz mit. Schmitzkatz wieder im Team. Aber hier fehlt was. Max Meyer, der heute seinen 7. Treffer landen möchte. Aber das wollen wir natürlich verhindern. Und Kevin Prinz Boateng auf Schmitzkatz. Schmitzkatz. Ist hier gerade so beweglich wie ein Duschvorhang. Ja, und dann gibt es die nächste gelbe Karte für Boateng diesmal. Also recht früh setzt der Schiedsrichter hier Zeichen. Leider gegen meine Mannschaft. Und Schalke mit viel Druck nach vorne. Und hier ein Traumpass von Kevin Prinz Boateng. Aber der ist nicht zu erreichen für Reno, den kann er nicht kriegen. Einwurf für Schalke. Und da hat Reno den Ball. Aber da ist keiner mitgelaufen. Da ist keiner mitgelaufen. Freiburg geht 1-0 in Führung gegen Nürnberg durch Mitroglou.
und Einwurf für Schalke 04. Draxler. Viel Platz jetzt im Mittelfeld hier für die Schalker. Da muss man Team aufpassen. Solche großen klaffenden Lücken sollten sie nicht entstehen lassen. Das ist ein bisschen zu viel Platz für die Schalker Mittelfeldspieler. Kevin Prinz Boateng und da ist Güfalzson. Gut gemacht auf Reno und Reno kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Aber hier, und das finde ich das Ungerechte, gibt es kein Gelb. Also da muss der Schiedsrichter schon konsequent sein, wenn er bei uns so schnell auf Gelb zieht. Und da ist Ronny Marcus mit dem 1:0. Und so sind wir Tabellenführer in der Live-Tabelle. Jetzt habe ich nicht geguckt, das wievielte Tor das war von Ronny Marcus in dieser Saison. Aber das ist seine Stärke. Mit der linken Klebe, wie man so schön sagt, nagelt er das Ding hier ins Tor rein und keine Chance für Marc Reimann, obwohl er ja den guten Ronny lang genug kennt, weil er ja einige Zeit bei uns verbracht hat und aus vielen Trainingseinheiten müsste er das ja kennen. Aber der Schuss von Ronny Marcus ist so platziert gewesen und so hart geschossen, dass hier keine Chance war. Und da ist Güfalzson! Güfalzson! Ah. Aber der Ball ist noch heiß. Nein, Handspiel von Borswick. Schade, das war eine Möglichkeit, recht schnell mit dem zweiten Tor hier vielleicht schon mal für klare Verhältnisse zu sorgen. Schade. Schade, 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 sprach die Made. Und jetzt wieder ein Traumpass. Das war abseits, ja, jetzt sehe ich es auch. Aber ein schönes Päschen hier von Boateng aus dem Fußgelenk heraus geschüttelt. Geile Nummer von ihm. Hohe Flanke jetzt in den Strafraum rein. Aber meine Mannschaft diesmal etwas besser zusammengestellt, also nicht mehr so eine große Lücke im Mittelfeld. Und Schmitzkatz kommt bis jetzt auf der rechten Seite nicht durch mit seinen Flankenläufen. Jetzt vielleicht mal Heinze marschiert. Güfalzson wieder zurückgeeilt. Ja, das wurde ja in den Kommentaren so angesprochen, dass Güfalzson zu viel nach hinten arbeitet. Ich finde das aber gar nicht so verkehrt, weil dadurch entlastet er das Mittelfeld auch ein bisschen. Gut, er fehlt dann vorne, aber dann haben wir ja eine Spitze vorne. Also insofern ist das eigentlich in Ordnung. Borswick. Oh, guckt mal das Tänzchen von Borswick an hier. Habt ihr das gesehen? Mit Übersteiger. Da geht mir doch das Herz auf. Das ist doch schön zu sehen. Aber wir dürfen Schalke hier an der Stelle nicht unterschätzen. Auch wenn wir hier 1:0 führen und es jetzt im Moment ein bisschen besser aussieht für uns. Schalke immer in der Lage, schnell zurückzuschlagen. So wie jetzt. Und das war der Pole, Octavian. So schnell geht das. Für alle Schalker Fans hier natürlich jetzt ja, ein schönes Tor. Für die Hansa-Kogge nicht so schön. Also im Spitzenspiel ist das natürlich immer, dass hier die Mannschaften schnell zurückschlagen können. Das ist doch klar. Auf sowas muss man sich einstellen. Taktisch machen wir halt Fehler. Das sieht man. Ich gucke mir das noch eine Weile an. Entweder muss ich umstellen. Aber ich traue meiner Mannschaft immer zu, hier wieder das Ruder rumzuwerfen. Und Güfelson diesmal weit vorne. Aber auch hier wieder abseits gewesen. Schmitze mit guter Arbeit nach hinten. Und schon ist er wieder vorne. Also jetzt gute Laufleistung von ihm. Güfalzson. Zweikampf verloren. Aber jetzt wieder Boateng wieder in der Lage, den Pass nach vorne zu spielen. Und Güfalzson wäre fast vorbei gewesen. Ich denke, heute gibt es auch das erste Spiel von Sturridge. So, jetzt kriegen wir aber auch die Schalker mal gelb hier zurecht. Oliver Sorg kriegt hier. Ja, das ist schon grenzwertig gewesen. Also von der Seite, fast von hinten rein.
Es ist schon, da hätte man sogar Rot zur Not geben können. Oh, schöne Aktion jetzt hier einmal von Marc Reimann, aber auch schöne Aktion von Güffelsson hier, der auf einen tollen Pass einen super Schuss abgeliefert hat. 45 Minuten, na, gehen wir vor der Halbzeit in Führung. Nein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Rückstand kommen, weil hier ist wieder der Pole, Octavian. Aber da ist keiner mitgelaufen von den Schalkern. Flanke kommt hoch. Doch, da ist einer. Da haben wir Glück gehabt. Leute, da müsst ihr aufbauen. Das war jetzt aber hier, da war aber das Tor hinten offen wie ein Scheunentor. Das darf aber so nicht passieren. Da muss ich mit der Mannschaft in der Halbzeit drüber reden. Das ist nicht in Ordnung. Da schauen wir doch mal gleich nach. Okay. Ja. Aber ich verheinze jetzt überhaupt jemanden, den ich da reinbringen kann. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt möglich ist jetzt. Ich muss mir mal hier Licht machen. Es wird langsam dunkel draußen. So, wie war das denn nochmal so? Da kann man jetzt gucken. Also Benno Schmitz könnte sogar spielen. Ronny Markus. Dann könnte ich Ole Fleck auf links nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Das können wir ruhig mal machen. Dann bringe ich den Ole rein. Der hat ja zuletzt ganz ansprechende Leistungen gebracht. Boateng lasse ich mal noch ein bisschen drinne, aber Güffelsson, ne? Da würde ich jetzt schon fast sagen, da bringen wir Sturridge jetzt gleich von Anfang an rein. In der Hoffnung, dass er hier vorne was bewegt. Schauen wir mal. Und Halbzeitansprache sagen wir, Spiel konzentriert und geduldig weiter. Gehen wir rein in die zweite Hälfte. Mit den Auswechslungen jetzt. Ronny Markus jetzt auf rechts, Ole Fleck auf links. Und da ist er. Sturridge, unser neuer Mann. Der neue Stürmer an der Ostsee. Und ich bin gespannt, ob er heute vielleicht sogar schon für Furore sorgt. Schmitz. Boateng. Markus. Und da ist Sturridge zum ersten Mal am Ball. Sturridge! Meine Fresse. Gleich hier eine gute Aktion. Hat sich top freigelaufen. Kommt an den Ball und man sieht, welche technischen Fähigkeiten er hat. Vielleicht ist das der Mann, der uns jetzt in dieser Sturmkrise helfen kann, helfen wird, helfen muss. Es war natürlich eine Notlösung, aber er war auf dem Markt verfügbar. Also haben wir zugeschlagen. Und Schmitzkatz. Schmitze. Ah, viel passiert. Aber kriegt einen Freistoß. Und das ist Ronny Markus, seine Arbeit. Bin gespannt, was er macht. Flanke kommt hoch. Nein, doch. Oh. Abwehr schwimmt hier von Schalke. Boateng. Und Sturridge. Sturridge macht seinen ersten Treffer für die Hansa-Kogge. Daniel Sturridge. Vorlage von Boateng. Wie geil ist das denn? Na, das nenne ich in der Einwechslung. Leute. Guckt euch das an hier. Ja, das war keine Vorlage von Boateng, sondern das war ein Schuss von Boateng. Und Reimann hat zur Seite abgewehrt und dann war Sturridge da. Geile Nummer. Aber auch gut von Boateng. Und Sturridge setzt hier nach. Also der will, ihr habt ja die Gespräche nicht mitbekommen, die ich mit ihm geführt habe. Es war halt so, dass ich schon ihm erklärt habe, dass er nicht zwingend hier Stammspieler sein wird, sondern er muss sich ins Team reinarbeiten, habe ich ihm gesagt. Und wir haben natürlich unseren Patrick Weihrauch und dass wenn der in der Form, in der er letzten Jahr war, wieder zurückkommen würde, dann muss er sich vielleicht erstmal hinten anstellen. Das habe ich ihm natürlich klar gesagt. Aber es ist ein Platz frei neben Weihrauch. Und den könnte er besetzen. Und unter dieser Voraussicht hat er gesagt, nein, ich traue mir das zu. Ich komme hier zu euch und ich will euch helfen. Vor allen Dingen bin ich selber nochmal heiß drauf, in meinen älteren Jahren hier doch nochmal vielleicht einen Titel zu erringen. Und die Chance ist ja bei euch. Und da habe ich gesagt, dann kommt zu uns. Und jetzt hat er sogar
das Führungstor erzielt. Ist natürlich toll, ne? Und Boateng zieht ja die Fäden. Wie in der letzten Saison. Wie in der letzten Saison. Rüdemeier jetzt hier. So, die Abwehr hat viel zu tun. Die Schalker drücken jetzt. Oh, jetzt ist gefährlich. Ah, das ist Abseits. Ich will mal gucken. Ich möchte jetzt eigentlich möchte ich jetzt auswechseln. Und zwar Tunis Aftejai. Für den gelb markierten Boateng. Vielleicht Aftejai mit seiner... Er ist ja nicht mehr der Jüngste, sage ich jetzt mal, aber er ist mitten im besten Alter, sage ich jetzt mal. Vielleicht kann er nochmal richtig Dampf sorgen. Und ich will auch mal sehen, wie er mit Sturridge zusammen agiert. Da kommt er. Tunis Aftejai ist ja Schalker jung. Und Mainka kommt rein für Kanayan. Also die Schalker wollen wahrscheinlich jetzt auch nochmal den Druck auf den Ausgleich hin erhöhen. Und da ist es passiert. Ja, so schnell geht das. Und es ist wieder Octavia. Torriecher 93, ne? Den sollte man mal im Auge behalten. 2:2. Schade, 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 schade. Also das ist ein spannendes Spiel. Das muss man auf jeden Fall feststellen. Und jetzt bin ich gespannt, was meine Mannschaft macht. Lars Rehn. Sieht Sturridge in Stellung laufen. Sturridge! Und er macht... Nein, er macht's nicht. Er macht's nicht. Ich dachte, den macht er jetzt mit Augen zu rein. Ah, schade. Aber auch wieder eine gute Aktion von ihm. Nur der Abschluss war dann halt nicht so dolle. Aber gut, wir müssen ihm natürlich zugestehen, er ist gerade mal ganz neu bei uns. Aber er setzt sich ein. Er hat Chancen und er bekommt Chancen. Das musst du dir auch erstmal erarbeiten. Vielleicht schafft das doch noch, uns hier in Führung zu bringen. Bin sehr gespannt. Meier. Ah, oh, Markus hier. Das ist natürlich... Da siehst du seine Erfahrung, ne? Schmitzkatz. 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 Komm, Junge, zieh. Zieh, zieh, zieh. Sturridge. Schade. Und Markus setzt nach. Ja, Markus macht jetzt Druck hier hinten. Das war Abseits? Von wem? Von Sturridge? Guck mal da, du. Guck mal da. Und die Schalker bringen nochmal einen neuen Spieler rein. Wer ist das? Maura. Den kenne ich noch geil, Leute. Muss man mal gucken. Den kenne ich noch gar nicht. Wir können auf jeden Fall jetzt nochmal das Tempo anziehen. Aber ich will auch nochmal hier reingucken. Wer ist das jetzt, Maura? Rüdemeier, Octavian kennen wir ja. Ja, ein linker Verteidiger. Okay. Also die Schalker haben doch einige Spieler, die gar nicht mal so bekannt sind für mich jetzt. Ne? Aber gut, gute Spieler. Gutes Team. Reno. Boswick Jackson. Es ist ja meine Hoffnung, dass Reno jetzt wenigstens so viel Erfahrung sammelt. Und wenn Weihrauch dann wieder zurückkehrt. Und Sturridge vorne neben ihm spielen kann. Und das sehen wir, die Anlage, die hat er ja. Dann haben wir vielleicht wieder einen Top-Sturm. Poyampalo wurde mir schon gesagt, den sollte ich verkaufen. Aber ich bin nicht so ein Freund von schnellen Verkäufen und neuen Spielern und so, sondern Hansa Kogge lebt ja davon, dass wir hier ein Verein sind, ja, wie so eine kleine Familie. Und bei mir dürfen die Spieler auch mal eine schlechte Phase haben, da werden sie nicht sofort verkauft, sondern Poyampalo wird nach wie vor von mir geschätzt. Und dass er letztes Jahr einer der Protagonisten war hier, der uns hier den Meistertitel und den Champions League-Titel ermöglicht hat, das vergesse ich ihm nicht. Katletsch kommt rein für Octavian. Und da habe ich so ein bisschen Nibelungentreue, deswegen halte ich ja auch noch an Patrick Weihrauch fest. Denn der ist ja vom Alter her noch nicht so alt, dass ich ihn jetzt gleich verkaufen muss hier oder so. Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Also Schalke macht nochmal richtig Druck hier, das sieht man.
Aber wir haben noch 11, 12, 13, vielleicht sogar 15 Minuten mit Nachspielzeit. Die wollen wir nutzen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft hier nochmal, vor allen Dingen mit dem Druck jetzt von Sturridge vorne, dass wir nochmal ein paar Chancen kreieren. Ein oder zwei. Schön hier von Kramer gespielt. Gleich weitergeleitet auf Sturridge. Und er setzt nach und er wird da gefoult. Und das ist jetzt eine Aktion für Ronny Marcos. Gute Position. Oh ja. Oh ja. Das kann er. Ball wird abgefälscht. Gibt eine Ecke. Ja, gibt eine Ecke. Jetzt ein 3-2 wäre genial. Ball kommt rein. Da steht aber keiner. Jetzt Kontermöglichkeit für Schalke, aber erstmal abgefangen. Sturridge. Auf Reno. Reno geht Richtung Strafraum. Wird gefoult, gibt nochmal einen Freistoß. 85 Minuten. Das wäre jetzt die optimale Zeit, um hier. Aber das ist zu weit. Oder kann er das? Können tut er das, ne? Ja, zu hoch angesetzt. Zu hoch. 2-2. Geht das Ding am Ende unentschieden aus? Möglich ist es. Möglich ist es. After Jai. Reno auf Sturridge. Der ist jetzt aber ganz allein da vorne. Kriegt er den Ball nochmal? Röthemeier. Ah, da hat After Jai zu schnell den Ball gespielt. Zu hektisch. Und die Schalker nochmal mit Julian Draxler. Und das gibt Eckball, ne? Ja. Oh, Schalke vielleicht hier nochmal mit einer Großchance jetzt. Ball kommt in den Rückraum gespielt. Sturridge. Ah, da spielt meine Mannschaft auf Sicherheit. Borswick Jackson. Ich muss nochmal zurückspielen. Kramer, Fehlpass. Und die Schalker nochmal mit der Möglichkeit. Aber hinten... Ah, Harry mit einem eklatanten Fehlpass. Aber Kramer erkämpft den Ball. Schmitzkatz. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Schmitzkatz. Ball hoch auf Sturridge. Sturridge. Zurück auf Aftejai. Guter Schuss hier, aber da ist natürlich Reimann nicht aus der Reserve zu locken. Den fängt er mit der Mütze, wie man so schön sagt. 2-2 am Ende. Ja, es war kein schlechtes Topspiel, aber das ganz große Topspiel war es dann doch nicht. Was man festhalten kann, ist, dass Sturridge auf jeden Fall hier aus meiner Sicht eine gute Leistung gegeben hat. Ronny Marcos auch, denke ich mir. Und wir sehen, er ist sogar der beste Mann auf dem Platz. Bester Spieler. Marc Reimann, unser ehemaliger Torwart, mit einer 1,5, der beste Spieler von Schalker Seite. Und Sturridge hat hier eine 3 bekommen und hat ein Tor erzielt. Also das ist erstmal für den ersten Einsatz in Ordnung. Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Also, Freiburg gewinnt 3-2 gegen Nürnberg. Das ist für die Freiburger insofern gut, dass sie jetzt endlich wieder den Blick nach oben richten können. Und die Nürnberger müssen hinten aufpassen, ganz klar. Eintracht Frankfurt, die Hessen gegen Bayern München, ein 1-1 abgerungen. Eintracht Frankfurt steht auf 7, das ist erstmal gut. Die Bayern auf 6, das ist für sie nicht gut. Da wird es in der Vereinsetage auf jeden Fall Gespräche geben. Dann sehen wir unser Spiel 2-2. Das heißt, wir haben auch an der Spitze durch unser Ergebnis nichts ändern können. Wir bleiben weiterhin punktgleich und Tordifferenz. Ja, Schalke hat 20 Tore geschossen. Ne? Aber wir sehen es auch, Gegentore sind wir eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt mal ne, schaut, da stehen wir wirklich gut. Düsseldorf gewinnt 3-1 gegen Mainz. Das heißt für die Düsseldorfer jetzt, ja, ein leichter Trend nach oben. Und die Mainzer hängen unten im Keller echt fest, ne? Bremen gewinnt das Nordderby gegen Hamburger SV. Und der Hamburger SV, habe ich ja schon bei dem letzten Mal gesagt, als Aufsteiger, hat von Anfang an hier Probleme und kämpft von Anfang an gegen den Abstieg, während Bremen wirklich so den Blick nach oben richten darf nach dem heutigen Spieltag. Hannover gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim. Also Hannover hier mit Aufwind. Und Hoffenheim muss sich erstmal
als Aufsteiger so ein bisschen hinten anstellen, aber sie sind sogar noch vor Hannover, trotz des Sieges von Hannover. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3:2 gegen Dortmund. Das ist für Dortmund erstmal ein Rückschlag, ja. Und die Gladbacher können aber ihren guten Start hier untermauern und sind mit 17 Punkten direkt Verfolger von uns und von Schalke 04. Leverkusen gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg. Das, was wir jetzt noch an Hoffnung hatten für die Wolfsburger, ist damit erstmal beerdigt. Und Leverkusen ist wieder Richtung Spitze. War eigentlich das, was ich auch erwartet hatte von ihnen. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Braunschweig. Die Braunschweiger hängen unten fest und Stuttgart ist oben mit Tendenz aufsteigend auf dem 4. Tabellenplatz. Also das erstmal so die Tabelle und Spieltagsstatistik. Na komm. Ja, Octavian von Schalke, ich muss gerade gehen, und Reimann. Aber auch von uns hier, von der Hansa-Kogge, ist Markus, wunderschöner Freistoß natürlich auch, ist mit von der Partie. Ach, jetzt habe ich vergessen, nach den Torjägern zu gucken, aber wie gesagt, das ist ja im Moment unser Hauptproblem. Ja, Nürnberg auf dem Weg nach unten. Nächstes Spiel, die Königlichen kommen. Die Königlichen kommen. Heidewitzka. Auf der Website, Fortuna Düsseldorf gewinnt Kellerduell gegen Mainz. Ja, das war ein wichtiger Sieg. Stuttgart, Adam Schalay behält die Nerven. Doppelpack zum Sieg. Ja, von unserem Spiel wurde Octavian hier angesprochen. Zwei Tore, also ein Doppelpack. Marvin Ducksch auch ein Doppelpack. Ja, so sieht's aus. Newsletter anmelden. Okay, also die Königlichen kommen nach Rostock. Das ist jetzt erstmal das nächste Spiel, da freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt, welche Spieler jetzt in Madrid unter Vertrag sind. Ich denke Ronaldo auf jeden Fall noch. Aber ob andere große Spieler wie Toni Kroos oder so, weil wie gesagt, in meinem Let's Play läuft das ja alles ein bisschen anders, denke ich mir, wie in echt. Okay, Adama Herr wird hier als bester Spieler und als notenbester Spieler, ihr kennt es ja, bester Torschütze ist Cesar und West Ham United hat Interesse an ihn. Ja, jetzt kommen auch langsam etwas andere. Er erzielt sein erstes Tor. Ich habe ja schon mit ihm gesprochen. International ist er noch gesperrt. Das haben wir fast gedacht. Ronny Marcos, den kann ich auf jeden Fall was sagen. Super, letztes Spiel. 3,4 Millionen Gehalt. Da wird er erstmal mit zufrieden sein noch. Trainingsziele erreicht. Reserve von Hansa. Oh, Pierre Leparski hier. Ja, das ist ein Mann für die Zukunft. 19 Jahre jung. Wunschspieler von Stefan Schmidt. Habe ich nicht vergessen. Also, nächstes Jahr kann seine Zeit durchaus kommen. Hier können wir mal das Dribbling erhöhen. Schnelligkeit auch. Leider verletzungsanfällig, der Spieler. Okay, ich hatte ja gesagt, zum Schluss wollte ich nochmal dran erinnern. Schreibt mir mal in die Kommentare rein. Ich will ja das Projekt zeitnah irgendeine Liga spielen mit einer Mannschaft. Eine Mannschaft eurer Wahl. Ich fange mal an, wir können, also ich will keine zweite Liga nehmen, sondern ich möchte jetzt hier wirklich eine erste Liga nehmen, weil ich mich auch dem Realen so ein bisschen auch mit auseinandersetzen will. Also am optimalsten wäre jetzt halt Bundesliga, also mein Vorschlag wäre vielleicht Hamburger SV, ja,
Habe ich ja schon mal hier ein Projekt gehabt mit dem Hamburger SV. Und da der Hamburger SV ja im Moment wirklich richtig schweren Zeiten entgegensteht, vielleicht wollt ihr sehen, wie kann Smiloni den Hamburger SV retten. Gibt es ein Comeback von Smiloni an der Alster? Ja, das wäre halt die Frage. Ne? Aber ihr dürft mir gerne ganz einfach eure Kommentare reingeben. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Zweit- oder Drittligamannschaft machen. Es soll eine Erstligamannschaft. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. Ob das dann der AC Mailand ist, wie ihr ja vielleicht schon mal angesprochen habt, oder eine französische Mannschaft, würde ich jetzt vielleicht ausschließen. Also wenn Italien, Bundesliga, vielleicht wäre noch Premier League, also englische Liga wäre noch ein Ding. Oder vielleicht auch Spanien von mir aus. Ne? Haut mir mal die Kommentare rein. Ich werde dann mal schauen, zu welcher Tendenz das Ganze geht, welche Richtung das Ganze einschlägt und auf jeden Fall viele Kommentare. Ich werde euch heute noch dieses Video hochladen, weil ich ja eben nur eine kurze Folge hochgeladen habe, ohne Spiel. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Wir haben jetzt 16.48 Uhr, 1.11.2016 und wollen wir mal gucken, wie schnell ich euch das hochladen kann. Ne? Ist vielleicht für euch auch mal schön zu sehen, wie schnell der Smiloni das Ganze macht für euch. In diesem Sinne, bis gleich. Und dann drehe ich noch eine weitere Folge. Deswegen haut mir Kommentare rein, denn ich will dieses Projekt diese Woche aktuell anfangen. Das heißt, immer aktueller Spieltag kommt dann auch mit der Mannschaft, die ich dann spiele. Ich versuche dann auch so ein bisschen das so dem Echten anzulehnen. Aber es soll eine Mischung sein, so eine Art Sportschau soll das halt sein mit einer Mannschaft unserer Wahl, sage ich jetzt mal. Also wo Aktuelles mit dem aus dem Let's Play FIFA 17 vermischt wird. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif da draußen und bleibt mir weiterhin treu. Euer Smiloni.